So, der. Weiter geht's. Die eine Minute hänge ich jetzt noch mal dran. Ich krieg mal jetzt ein paar Themas. Ne, kenne ich. Muss ich die einmal offscreen fangen? Das wird spaßig. Wir möchten ja auch etwas für die Story tun, also fange ich die alle offscreen. Ich möchte eigentlich alle Pokémon gerne offscreen fangen, aber wenn es nicht alles geht, dann geht das halt eben nicht anders, ne? Bei dem müsste ein Donnerschock reichen. Boxra macht ganz schön viele Volltreffer, du. Okay, wir machen noch bis Doxra Level 45 ist und dann gehen wir weiter. Bis dahin hat Timos Zeit aufzukreuzen. Bist du auf dem Typ Boden? Ja. Okay. Dann flüchten wir. Voll ärgerlich, ich wollte ein paar Timos. Naja, er hat eben ausgegeben. Die Minute ist jetzt auch um. Level 45 werde jetzt Luxa auch mit diesem Pokémon erreichen. Dann geht's mit der Geschichte jetzt weiter. Oh, Lux hat etwas gefunden, eine Sinitang-Beere. Nice. Der ist kein Trainer, na toll. Bin ich umsonst dahin gefahren, du? Unnötiger Kampf jetzt. Unnötig. So. Weiß ich gar nicht. So. Was sagst du da? Sie wartet auf der anderen Uferseite? Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Hier ist Dank. Oh, Trablütensticker. Thank you. Was hast du nun gesagt? Ein Rendezvous läuft nie ganz ohne Ärger ab. Da hilft nur ruhig und besonnen zu bleiben. Ich bleibe also hier und warte ganz entspannt auf. Hey Soul Hunter, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch Professor Ives Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gibst du mir bitte kurz deinen Pokédex? Mal sehen, wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Nanu, dein Pokédex ist ja schon auf den neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir männliche und weibliche Versionen von Pokémon ansehen kannst. Da gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. jetzt will ich dich aber nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Ach, und kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild. Aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Bis bald, yo. Mensch, hab ich vielleicht einen Durst? Warum haben alle Wachleute Durst? Genauso wie bei Pokémon Let's Go.
Im Fleetbook soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Es kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Okay. Fleetburg, die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Bum bum bum. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainer leben. Das ist wahr. Hallo Trainer, schau mal, was ich zwischen einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauche die nicht, daher kannst du sie rückhaben. PM 48. Wie du sicher weißt, besitzen Pokémon individuelle Fähigkeiten. Mit der Attacke Fähigkeitstausch kann die Fähigkeit des Anwanders mit der des Zielers getauscht werden. Wie du diese Attacke einsetzt, sagt einiges darüber aus, was du als Trainer so drauf hast. Ich setze solche Attacken eigentlich gar nicht ein. Nanu, was ist passiert? Deine Kleidung sieht nass aus. Warst du etwa am Strand bei Sandgame schwimmen? Nein, ich bin gesurft. Armes Luxtra, einfach mal vor die Tür. Der Wiederball erleichtert den Fang jener Pokémon-Arten, von denen man bereits ein Exemplar gefangen hat. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eiseninsel brauche. Tränke, 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 Tränke. Hier kann ich mal wieder zwei holen. So. Oh, Hyperwelle. Davon holen wir uns jetzt 40. Vorrat ist immer gut. So. Hier nochmal eins. So, auf wie viele Hypertränke können wir uns jetzt leisten? Okay, dann holen wir uns hier auch 39. Und das rum wäre es bestimmt schneller gegangen, aber egal. Egal. So, dann haben wir doch mal eine gute Ausbeute gemacht. Wie immer, alles erkunden. Alles erkunden. Also, wer bin ich noch gleich? Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Nein. Kommt wieder, wenn es eine Attacke gibt, die vergessen werden soll. Aktuell benötigen wir das nicht. Willkommen in Fleetburg, der Stadt am Kanal. Früher wurden von diesem Hafen Güter in aller Welt verschifft. In alle Welt verschifft. Lesen, Bild, bekannt, Rechner. Pokémon derselben Art können manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Vielleicht sollte ich zwei gleiche Pokémon mit verschiedenen Fähigkeiten trainieren. Ich kann die VM-Attacke-Stärke erst dann mit meinem Pokéball einsetzen, wenn ich Arenaleiter Adam besiegt habe. Guten Tag. Ja, bitte einmal heilen. Weil ich habe das Gefühl, dass Barry jeden Moment auftauchen könnte. Und dann sollte unser Team ja eigentlich vollgehalten sein. So. Mein Anton ist wirklich außergewöhnlich begabt. Es kann mit sehr die Zukunft vorhersagen. Sag mir die Zukunft aus, Anton. Anton? Ja, klingt jetzt nicht spannend. Liegender Sinnoher. Der Text ist verwittert und unlesbar. Die Tür ist fest verschlossen. Sie lässt sich wohl nicht öffnen. Was habe ich gesagt? Ups. Hey Soulhunter, willst du etwa den hiesigen Arenaleiter herausfordern? Ja, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich mit meinem niegelnagelneuen Orden. Okay, dann prüfen wir doch mal. Staravia, okay, da ist ja Luxra an erster Stelle doch ziemlich gut. Aber wir gehen noch nicht zur Arena, wir gehen erst zur Eiseninsel.
Wunderbar, weiter so. Hast du toll gemacht, Luxra. Jetzt lobe ich dich. Scaraborn. Okay, Pokémon wechseln auf Staraptor. Eroas. Vielleicht, aber nur vielleicht bin ich doch etwas überlevelt. Ist da gerade Bummelin? Hat er immer noch einen Bummelin und kein Bojelin? Oder habe ich noch verlesen? Nein, es hat immer noch einen Bummelin. Willst du dein Mammalin nicht weiterentwickeln? Ein Ponyta, okay, Pokémon wechseln. So, Aquaknarre. Erst muss der Shulkering kommen, ne? Und hat sich sein Pokémon schon zu Shulterra weiterentwickelt. Dunkelnebel, was macht denn Dunkelnebel? Erzeugt einen dunklen Nebel, alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden angewendet. Warum denn nicht? Shulkering, es hat sich weiterentwickelt, okay. Und dann setzen wir doch mal Fliegen ein. Blub. Ach, Tarnsteiner. Ist doch komplett in Ordnung. Ich wechsle eh nicht mehr aus. Aber der Checkering hat sich doch noch nicht weiterentwickelt. Shatterer sieht ja anders aus, ne? Peinlich. Egal. Wir haben wieder Cash. Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, ne? Und? Aber hör mal. Kann man das so raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst von Shep küren wird? Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst dem Arena-Leiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Nein, ich schaue mich erstmal hier um. Guten Tag, dies ist die Bibliothek von Fleetburg. Sei aber bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Was ist denn? Bitte stör mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Man kann ja nie wissen, ob hier vielleicht ein NPC vielleicht uns was gibt, ne? Bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um eine einfache Kost. Die Bücher hier sind dafür derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bahnhof verstehe. Immer wenn ich ein Buch lesen will, hat es sich jemand anderes bereits ausgeliehen. In jedem Buch stecken die Erinnerungen an bestimmten Orte der bestimmten Zeiten, die dem Verfasser lieb und teuer waren. Bibliotheken sind somit nicht einfach nur Gebäude, in denen Bücher aufbewahrt werden. In ihnen treffen unterschiedliche Orte und Zeiten aufeinander. Das ist wahr.
Das ist wohl wahr. Ganzen beschließen wir jetzt nicht, ne? Nee, nee. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, entführen mich die Bücher in fremde Länder und Zeiten. Okay, hier ist niemand. Der Arenaleiter und die Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Dort trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Blub, 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 blub. Haus von Seemann Eltrich. Okay. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt. Und an dessen Ende befindet sich ein Schatz. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Und dann auf otto.de. Kehrtwende, okay. Und dann einmal wieder so. So, dann gehe ich erstmal hier rein. Ich werde mal ein Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre aber auch echt cool. Adam ist total klasse. Unser Junge hat einfach viel zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Kann ich nicht ausruhen? Okay. Möchtest du ins See stechen? Ja, bitte zur Eiseninsel. Aufbruch. Ganz schön neblig hier, du. So, da tauschen wir doch mal mit Manaphy. So. Warte eben, dann kannst du mal wieder rauskommen als Begleiter. So. Okay. Hier ist einfach mal niemand. Hier ist bestimmt irgendwo ein verstecktes Item. Das kann man doch keiner sagen. Ein Top-Ether, okay. Okay, dann gehen wir erstmal nach links. Ich möchte hier wirklich alles mitnehmen, was geht. Ja, auch an Orten wie diesen schlage ich gern mein Zelt auf. Na und? Los, lasst uns kämpfen. Ein Luxio. Ui. Das wird jetzt krass. Mal gucken, ob unser Manaphy das schafft. Attacke 80, 40, 65. Okay, dann ist Spuppa tatsächlich stärker. Läuft. Skankabu, ich möchte gerne weiterkämpfen. So. Dann einmal Vesper stärker. 65, 40. Substrahl. Ich hätte mich lieber auf Camping konzentrieren sollen. Ja, muss nur etwas trainieren. Okay, hier war nur dieser eine Trainer, okay.
Eisenkugel. Was macht denn die Eisenkugel? Ein Item zum Tragen macht Pokémon Steel Slug oder mit der Fähigkeit Schwebe anfällig für Bodenattacken. Okay, das ist krass. Aber früher war es bestimmt anfälliger, dass hier Pokémon auftauchen. Hier erstmal hier oben lang. Mal gucken, was es hier denn für Pokémon gibt. Okay, ein Georock brauchen wir nicht mal, den haben wir ja schon. Es hat überlebt. Wegen seiner Fähigkeit. Na, super. Läuft hier, würde ich mal sagen. Dann nochmal die Aquaknarre. Hallo Andy Games, danke für dein Follow. Wie geht es dir? Was haben wir denn hier? Sprühdose, Superstation. Weiß ja nicht, was es hier für Pokémon gibt, deswegen lasse ich das mal mit dem Schutz. Habe ich ein Goldbad? Sehe ich ja gleich. Sehe ich ja gleich. Ja, habe ich schon, okay. Komm, nehmen wir den Spukball. Das hat überlebt. So. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Okay, dann gehen wir hier weiter. Na, ob das Picknick wirklich so was Besonderes machen wird? Mal schauen. Aber bitte nicht traurig sein, wenn ich dich besiege. Bitte nicht traurig sein. Ein Kino so, da kommt doch unser Staraptor doch zum Einsatz. Oh, da fällt mir eigentlich ein, ich muss doch was ändern hier. Endlich Fortschritt. Endlich Fortschritt. So. Titel angepasst. Mal gucken, ob der auch schon so übernommen worden ist. Manchmal übernimmt er es nicht. Warum auch immer. Wo habe ich mich? Da habe ich mich. Okay, und
Ja, hat übernommen.